Ich wette, Andy und seine doofe Freundin Sandra bleiben wieder länger auf als wir alle. Dann ist Sandra morgen wieder zu müde zum Arbeiten und an wem bleibt dann wieder alles hängen? Richtig, an mir. Komm, setz dich her und hör zu. Hoffentlich bin ich auch bald alt genug, dass ich so lange aufbleiben darf wie Sandra und Andrew. Wenigstens hat Dad meiner Schwester Cindy vorhin endlich die Leviten gelesen. Nach ihrem Herumgepfusche am Motor des Pickup müssen wir noch mindestens 3 Tage hier bleiben. Schneller kriege ich die Kiste auf keinen Fall hin. Aber so habe ich wenigstens Zeit für meine Freundin Sandra. Ich kann es einfach nicht glauben. Meine Tochter Cindy verschwendet unseren Pfeffer nur, weil sie irgendein Problem mit Sandra hat. Wenn sie nicht aus dem Alter raus wäre, würde ich sie jetzt übers Knie legen. Ach, wenn Andrew mich im Arm hält, hat mein Leben plötzlich einen Sinn und alles erscheint so ein... Das ist Chantys Höhle der spirituellen Reinigung. Gut, dass ich da nicht rein muss. Wer weiß, vielleicht hätte mir Chanty hier was vorgesungen. Nur ein Holzfass. Bücher und Esoterik, Klimbim. Damit kann ich nichts anfangen.
ist, als würde hier mit Muskelkraft Energie für die Schattenbasis gewonnen. Menschliche Batterien sozusagen. Aber heul uns nicht die Ohren voll. Das Haus scheint aus sehr sandigen Steinen gebaut worden zu sein.
fort.